So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung mit Pistolen. Das Ganze werde ich euch gleich genau erklären, wie ich das mache, wie ich finde, es ist am einfachsten. Aber erstmal geht es um euch. Nämlich, ihr habt wieder die Chance, einen Skin aus dem Shop zu gewinnen. Und das ist ganz einfach. Einfach Abo dalassen, Glocke aktivieren. Warum die Glocke aktivieren? Damit du in den aktuellen Videos immer wieder mitkriegst, wie viele Abonnenten wir haben und wann die Verlosung ist. Denn wir haben uns als Ziel gesetzt, 2500 Abonnenten zu haben. Erstmal Gruß an die ganzen Neuen, die jetzt schon neu dazu kamen, seitdem ich die Videos aufnehme, mit den Herausforderungen von dieser Woche, weil jetzt haben wir die 1970 geknackt, sind sogar schon 72 oder 73. Auf jeden Fall willkommen auf dem Kanal. Warum mache ich das Ganze? Ich habe ja damals gesagt, Creator Code, Skin. YouTube, Partnerschaft, Skin. Der YouTube-Partnerschaftsskin war jetzt vor 5 Tagen, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall letztes Wochenende. Und dann die 2000 Abonnenten war eigentlich so mein Ziel, aber es ging doch wieder schneller. Aus dem Grund haben wir jetzt gesagt 2500. Ich habe noch ein bisschen Zeit, V-Bucks zu sammeln für euch, damit ihr natürlich, wenn es möglich ist, zum Beispiel wie hier Oblivion, für 2000 V-Bucks zu bekommen. So, was müsst ihr noch machen? Definitiv bitte eine Freundesanfrage schicken. Warum sollt ihr diese Freundesanfrage schicken? Das werde ich euch gleich sofort erklären. Wie gesagt, einfach hier YT unterstrich Family Hack, dann als Freund markieren, also einfach so reinschreiben, dann hier auf das Menüs hin. So, an mich selber kann ich keine schicken. Und dann gehen wir mal schnell rein in den Shop, denn wenn ich eine Verlosung mache, ist das Problem, wir müssen miteinander befreundet sein und das schon länger als 48 Stunden. Weil zum Beispiel Luna Eis, dem könnte ich entweder er oder sie, weil könnte Luna sein oder Eis, kann ich erst zum Beispiel in einem Tag einschicken. Heißt, er hat mir die Freundesanfrage gestern erst geschickt. Wenn aber jetzt gerade Verlosung wäre und du würdest gewinnen und wir wären noch nicht befreundet, wird sie dann erst rausschicken und ich nehme die dann an, steht da halt, kann in 2 Tagen erst verschenkt werden. Warum macht das Epic? Nur aus Sicherheitsgründen. So, deshalb gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Dann hast du schon alles erfüllt. Guck ab und zu in den Videos rein, wann die nächste Verlosung ist. Wird aber immer früh genug angekündigt. Also inzwischen habe ich gesagt, allerspätestens halt wie jetzt in den Videos. Heißt, wenn wir am Sonntag eine Verlosung machen würden, würde das jetzt gesagt werden. So, dann erstmal an alle Unterstützer. Erstmal danke an jeden, der schon meinen Creator Code eingetragen hat. Aber wir haben die 2 Wochen jetzt erreicht, denn der Creator Code fällt jetzt raus. Was bedeutet, wir müssen den Namen wieder neu eintragen. Also guck mal alle nach, ob mein Creator Code noch drin steht. Wenn du komplett neu bist, würde mich freuen, wenn du mich auch da unterstützt, weil, wie gesagt, die Skins bezahlen sich nicht von alleine. Dann einfach auch YT unterstrich Family Hack eintragen. Dann auf Annehmen, bis der grüne Haken da ist. Und schon habt ihr alles gemacht. Jetzt steht hier oben Unterstützer, Family Hack. Wenn ihr was kaufen wollt, unterstützt ihr mich. Guckt einfach immer, ob ihr einen damit unterstützt. Egal ob mich oder einen anderen. Denn so könnt ihr noch einen anderen Menschen glücklich machen mit eurem Kauf. So, wir gehen jetzt mal direkt rein in die Aufgabe. Das Ganze machen wir nämlich in Gruppenkeile. Ihr könnt es natürlich in jedem x-beliebigen Modus auch ausprobieren, aber ich würde sagen, Gruppenkeile ist da eigentlich am einfachsten, würde ich jetzt behaupten. Wir versuchen natürlich so viele Pistolen wie möglich zu kriegen. Am besten wäre natürlich die legendäre, aber da müssen wir einfach mal gucken. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, aber immer noch die Skins haben willst, bei Custom Games mitmachen willst oder mit mir mal eine Runde Duo spielen willst oder Teammodus. Wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren und die Freundschaftsanfrage verschicken. So, jetzt bin ich gerade im Überlegen. Sollen wir direkt zu Lazy Lake rüberfliegen? Gucken, dass wir da eine Pistole bekommen und am besten schnellstmöglich einen Gegner töten. Das wäre eigentlich so die einfachste Variante und vielleicht auch die glücklichste. Klar, ihr könnt das Ganze natürlich auch im Solo-Modus probieren, weil da sind natürlich die Bots. Weil in Gruppenkeile und in Arena gibt es keine Bots. Und Bots, logischerweise, habt ihr es deutlich einfacher, wie jeder weiß. Ich sage, ich hatte letztens eine Teamrunde mit euch zusammen. Da hatte ich ja meine 14 Kills. Erstmal Gruß geht da raus an jeden, der dabei war. Ja, weil Bots sind halt Bots, ne?
Ich meine, der ein oder andere wurde zwar auch schon vom Bot gekillt, aber das gehört halt einfach auch zum Spiel dazu. So, ich lande jetzt extra mal hier vorne in den ersten zwei Häusern, weil ich denke mal, da hinten werden sicherlich Gegner drin sein. Ja, ich sehe hier mal gar keinen landen, aber Endzone ist ja definitiv hier. Ja, Pump ist ja wunderbar. Wir brauchen aber eine Pistole. Ja, das ist natürlich lucky. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Munition sammeln. Munition sammeln, Munition sammeln. Aber ihr seht ja, wir haben jetzt schon 106. Da haben wir noch eine große Kiste. Also im Prinzip brauchen wir jetzt wirklich nur noch entweder ein bisschen Blue Life und halt den passenden Gegner. Aber ich denke mal, der lässt hier nicht lange auf sich warten. Denn es war schließlich auf denen ihre Route. So. Alleine bin ich hier definitiv auch nicht. Ein Mitspieler ist schon dabei. Aber ein bisschen Blue Life wird mir jetzt schon gefallen. Da. Ah, Teammate ist da. Ich hatte mich nämlich schon gewundert. Jetzt gehen wir nämlich eigentlich im Prinzip nur noch auf Jagd nach Blue Life und nach dem Gegner. Ah, hier unten ist glaube ich noch eine Kiste, oder? Ne, die ist oben. Ja, was da die. Das ist ja Schwachsinn hoch 8. So, denkt dran, ihr könnt eure Pistole natürlich auch aufwerten, indem ihr einfach hier die Automaten benutzt. Aber hierfür brauche ich jetzt 350 von allem. Könnten wir natürlich jetzt machen, weil in Rette die Welt sei schon. Hier geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller mit dem Abfarmen. Jetzt haben wir schon 50. Ja, was da drin ist, ist erstmal egal. Wir brauchen die Metz. Weil logischerweise, desto besser unsere Waffe ist, desto einfacher sind die Gegner da. Und da haben wir auch schon einen Gegner. Es laggt natürlich wieder übelst. Wo ist er? Er ist an der Angel-Challenge dran. Dann haben wir nämlich schon mal den ersten. Aber wir gehen natürlich weiter auf Metz. Weil 350 brauchen wir von allem, dann können wir uns sogar die legendäre Pistole herstellen. Dann. Und ihr habt gesehen, die meisten sind halt jetzt dran mit dem Auf, mit den Aufgaben. Ja, Holz werden wir sowieso genug finden. Gerade noch die Kiste da hinten mitholen. Weil da sind ja schließlich auch noch Metz drin. Aber wie immer nur Holz. So, Holz haben wir jetzt voll. Dann. So. Metall, Metall, Metall. Da muss ich immer an Gronkh denken, wenn ich so im Abbauen bin. Ich weiß nicht, ob ihr damals Minecraft von ihm geguckt habt. Mit Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das war einfach legendär. Ist er denn hin? Gegner? Hat er sich in Luft aufgelöst oder was? Wo ist er hin? Ich versuche halt immer noch die 350 Metz zu kriegen. Ach, wo der andere hin ist, frage ich mich jetzt echt. Ah, ein bisschen Blue Light ist natürlich auch nicht schlecht. Aber gleich müssten auch die ersten. Ah, da kommt schon der nächste. Wie gesagt, drei Gegner ist eigentlich easy machbar, denke ich mal. Da haben wir schon den zweiten. Und da hinten am Lagerfeuer chillt auch schon der dritte.
Nein, ist doch schon fast down. Ach, das wäre natürlich jetzt Paradebeispiel gewesen. Einen holen wir uns aber noch. So. Wo rennt hier einer rum, einsam und verlassen? Zack. Einfach easy mitgeholt und in dem Sinne würde ich sagen, na, haben wir schon den vierten. Wenn er mir so entgegenkommt, muss ich zuschlagen. Da kommt der nächste. Ah, 3 HP ist ein bisschen schlecht. So, ihr habt es gesehen. 4 Kills gemacht. Ist also eine ganz einfache Geschichte. Und in dem Sinne viel Spaß mit den nächsten Aufgaben und haut rein.